Ich habe die Mechanik wieder ins Klavier gesetzt und jetzt geht es ums Regulieren. Dazu habe ich auch schon zahlreiche Videos gemacht. In einem Video habe ich es an einem Modell gezeigt, was da an Arbeiten anstehen. Das kann man an einem Modell besser zeigen als hier im Klavier, da sieht man nicht viel. Aber vielleicht mal zusammengefasst, was ich jetzt mache. Zunächst mal das Unterstellen. Unterstellen heißt, zwischen Taste und Hammer sollte ein direkter Kontakt bestehen. Also wenn ich die Taste runterdrücke, sollte sich auch sofort der Hammer bewegen. Das kann man einstellen, indem man hinten an der Taste eine sogenannte Pilote hochdreht. Hier bei dem Klavier ist es anders gelöst. Hier haben wir ein Filzläppchen hinten und darunter befindet sich eine Schraube, die man dann rauf und runter drehen kann und das so einstellen kann. Es sollte also, wie gesagt, ein direkter Kontakt bestehen, keine Luft vorhanden sein. Auf der anderen Seite darf die Taste auch nicht zu stramm unterstehen und dass der Hammer schon einen Weg nach vorne zurückgelegt hat. Es geht also auch hier um Zehntelmillimeter. Der nächste Schritt wäre dann die Auslösung. Auslösung bedeutet, der Hammer geht bis kurz vor die Seite und fällt dann zurück, damit die Saite frei schwingen kann. Das kann man einstellen, hier ein Püppchen, die man rauf und runter drehen kann. Im Bass ist dieser Punkt erreicht, wenn der Hammer sich etwa 3 mm vor der Saite befindet, dann sollte er zurückfallen in der Mittellage und im Diskant kann es näher rangehen, bis 2 mm. Dann der nächste Schritt, den ich durchführen werde, ist das sogenannte Geradelegen. Hier habe ich eine Leiste, die lege ich mir auf die Tasten, auf die weißen als auch auf die schwarzen und kontrolliere die Höhe, die sollte überall gleich sein und die kann man regulieren, indem man Papierscheibchen, die ich hier in verschiedenen Stärken habe, von 0,01 mm bis zu 0,1 mm, 0,2 mm. Die werden hier in der Mitte am Waagebalken unter die Tasten gelegt. Damit kann man die Höhe einstellen. Die sollte natürlich überall einheitlich sein. Dann geht es an den Tiefgang. Voraussetzung ist natürlich zuerst mal, dass die Tasten alle gleich hoch liegen. Dann kann man einstellen, wie tief die Taste nach dem Auslösen noch runter geht. Und das kann man regulieren, indem man hier vorne mit größeren Papierscheibchen unterlegt. Und zwar unter die Filze, die sich hier vorne befinden. Die hatte ich entfernt und dann muss ich später dann neue drunter machen. Ich habe damit gewartet, weil ich noch nicht weiß, welche Stärke ich verwende. Das muss ich ausprobieren. Ich habe hier 5 mm Stärke, vielleicht müssen auch 6 mm Stärke drunter. Das wird also auszuprobieren sein. Ja, und dann geht es auch schon später dann an die Dämpfung. Wir haben ja reguliert, dass die Dämpfer gleichmäßig abheben von den Saiten, aber individuell bei jeder einzelnen Taste, die ich anschlage, muss der Dämpfer natürlich auch von den Saiten abheben und das sollte bei etwa halbem Weg etwas mehr vom Hammer geschehen. Also wenn der Hammer seinen halben Weg zur Saite zurückgelegt hat, dann sollte der Dämpfer abheben und die Saite freigeben zum Schwingen. Das kann man einstellen, indem man hinten an den Dämpfern unten sind so kleine Löffelchen, die entsprechend nach vorne oder hinten biegt. Ja, und wenn das geschehen ist, dann bauen wir unsere Zusatzdämpfer hier noch ein und dann muss das Klavier gestimmt und intoniert werden und dann die ganze Regulierung vielleicht auch noch mal nachkontrolliert und nachjustiert werden. Das ist also
jetzt eine Aufgabe, die sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Ich zeige zwischendurch einmal einzelne Arbeitsschritte aus der Nähe, aber das im Überblick wären jetzt die Arbeiten. Beginnen wir mit dem Unterstellen. Hier ist es wirklich nur ein Hauch. Die Schraube muss etwas nach oben, damit die Taste den Hammer direkt bewegt. Ebenfalls hier. Das sind also wirklich nur ganz feine, minimale Drehungen bei der Schraube. Natürlich ist das hier etwas umständlicher als bei anderen Klavieren, wo eine Pilote da hinten ist, die man drehen kann, ohne die Taste rauszunehmen. Hier muss man immer die Taste rausnehmen und die Schraube entsprechend drehen. Aber das Prinzip bleibt das gleiche. Es ist einfach nur für den Klavierbauer etwas mehr Arbeit. Da gehe ich jetzt mal hier durch. Es ist wirklich nur minimal hier im Bassbereich. Da habe ich nicht viel zu ändern. Thank you.
Nach dem Unterstellen und der Regulierung der Auslösung habe ich mir die äußeren Tasten und hier einige an den Übergängen schon mal gerade gelegt, um zu testen, welche Vorderdruckscheiben ich vorne unterlegen muss. Die werden hier erneuert. Und damit man nicht zu viel Pappscheibchen nachher zum Regulieren braucht oder nicht zu dicke, habe ich hier die 7 mm starken Scheiben gewählt und die werde ich jetzt überall schon mal drunter legen und danach geht es ans Geradelegen der Tasten, dass die alle schon mal auf einer Ebene sind. Ich hatte festgestellt bei den Proben jetzt, dass rechts und links in etwa die gleiche Höhe vorhanden ist, aber hier in der Mitte haben wir ein Loch, hier sind die Tasten zu tief. Das müssen wir auf jeden Fall gleich alles schön ausgleichen und regulieren und erst dann, wenn die Tasten alle auf einer Höhe liegen, kann man natürlich sauber regulieren, wie tief die Taste nach dem Anschlagen runtergehen muss, sprich welche Scheibchen jetzt hier unter den grünen noch drunter kommen, damit das dann funktioniert und einwandfrei ist und gleichmäßig funktioniert vor allen Dingen. Aber der Reihe nach erstmal gleich gerade legen. Ich hätte jetzt die Mechanik natürlich auch rausnehmen können und alle Tasten entfernen. Das wäre dann leichter als die hier hochzuheben, aber da war ich jetzt zu bequem zu. So, hier sind meine Proben noch und hier geht's weiter. Ich habe das Klavier schon mal gestimmt. Das ist natürlich Spaß. Dergleichen ist nicht geschehen. Jetzt geht es ans Geradelegen. Wie gesagt, durch Unterlegen der Tasten mit Papierscheibchen hier in der Mitte am Waagebalken sorgen wir dafür, dass alle Tasten auf gleicher Höhe liegen. Im Ganzen sollten die Tasten nicht zu hoch liegen, sodass man hier nicht reinschauen kann vorne. Deswegen habe ich probeweise auch mal die Schlossleiste hier reingelegt, denn das sieht unschön aus, wenn man die Tasten so hoch liegen hat, dass man hier durchschauen kann. Da sollte man also auch drauf achten. Jetzt kann ich die wieder wegnehmen und dann geht es ans Geradelegen. Bereiche hatte ich mir ja schon probeweise eingestellt,
Und jetzt geht es an die Feinheiten. Ans Regulieren der einzelnen Tasten dazwischen. Eine Arbeit, die mir persönlich sehr viel Spaß macht. Das hat etwas Meditatives. Und wie auch bereits erwähnt, müssen diese ganzen Regulierarbeiten später nochmal kontrolliert werden. Und dann gibt es so kleine Nachbesserungen beim Geradelegen, meistens mit diesen ganz dünnen Scheibchen, weil sich die Filze ja noch eindrücken, hinten zum Beispiel der Klaviaturrahmenfilz, wo die Taste aufliegt. Da gibt es also immer noch kleine Veränderungen mit der Zeit. Das muss man immer noch mal kontrollieren. Aber das gilt für alle Regulierschritte. Der nächste Schritt ist die Regulierung des Tiefgangs. Die Taste sollte nach dem Auslösen des Hammers noch ein kleines Stück nach unten gehen. Das kann man also regulieren, indem man hier vorne entsprechend Papierscheibchen unterlegt. Die Gleichmäßigkeit kann man kontrollieren, indem man dann zwei Tasten, die nebeneinander liegen, runterdrückt und dann mal fühlt, ob sie die gleiche Höhe haben, wenn sie runtergedrückt sind. Auch hier habe ich nur Feinheiten zu regulieren. Man kann es auch noch kontrollieren mit einem entsprechenden Klötzchen. Man drückt die Taste runter, legt das Klötzchen oben auf und fühlt, ob es die gleiche Höhe hat wie die Nebentasten. So werde ich also jetzt hier die ganzen Tasten einregulieren. Gleichzeitig reguliert man auch den Fang. Wenn die Taste angeschlagen hat, sollte der Hammer etwa fingerbreit vor der Saite zu stehen kommen, und durch Biegen des Fingerdrahts nach vorne oder hinten kann man das dann auch noch einstellen. Die beiden Arbeitsschritte gehören zusammen.
kommen wir zum Regulieren des sogenannten Halbgangs, zum Kröpfen der Dämpferlöffelchen. Dazu benötigt man dieses Kröpfeisen. Die Dämpfer heben im Moment gar nicht ab. Der Hammer geht zur Seite und der Dämpfer bleibt still. Also müssen wir die Löffelchen so biegen, dass sie die Dämpfertangenten früher berühren. Dazu muss ich die Mechanik nach vorne kippen, damit ich an die Löffelchen komme. Beim Kontrollieren muss die Mechanik natürlich immer schön fest anliegen. Da ich keine drei Hände zur Verfügung habe, habe ich mir rechts hier eine Klemme zur Hilfe genommen, wo ich dann die Mechanik immer befestigen kann zwischenzeitlich. Also man kippt die Mechanik nach vorne, das ist hier ein bisschen eng, und dann kommt man an die Löffelchen, die man entsprechend dann biegen kann. So, die ersten drei habe ich mal gemacht. Jetzt kontrollieren wir das mal. Wie gesagt, die Mechanik muss schön anliegen, damit man da keine Fehler hat. Und jetzt schauen wir mal. Jetzt heben die Dämpfer zumindest schon mal ab. Aber immer noch etwas spät. Und hier beim vierten sieht man, passiert gar nichts. Ja, dann werde ich diese Feineinstellung jetzt mal vornehmen und danach werde ich das Klavier auf jeden Fall mal vorstimmen. Erstaunlicherweise dämpft der Bass hier recht gut, auch ohne die Zusatzdämpfer. Und zum Stimmen ist es dann einfacher, wenn ich die erstmal weglasse. Also ich werde jetzt die Dämpfung regulieren, dann das Instrument vorstimmen und dann bauen wir unsere Zusatzdämpfer ein. Und danach werden wir die ganzen Regulierschritte noch einmal kontrollieren und gegebenenfalls nacharbeiten.
Diese Mechanik ist sehr sperrig. Jetzt kann ich die schön gesäuberte Dämpferprallleiste auch wieder einbauen. Und dann würde ich sagen, schalte ich die Kamera wieder ein, wenn ich die Zusatzdämpfer montiere. Ja, zur Dämpferprallleiste wäre vielleicht noch zu sagen, wenn man eine Taste angeschlagen und der Dämpfer abgehoben hat, dann sollte danach zwischen Dämpfer und Dämpferprallleiste noch ein wenig Luft sein. Und auf der anderen Seite dürfen natürlich die Hammerstiele die Dämpferprallleiste nicht berühren. Das kann man einstellen beim Montieren der Leiste mit Abstandhaltern. Das wäre noch ergänzend hier zu sagen. Das Klavier ist sicherlich Jahrzehnte nicht gestimmt worden, denn der Kammerton A lag bei sage und schreibe 407 Hertz statt 440 Hertz. Ich muss das Instrument also mehrmals stimmen, damit ich wieder eine stabile Tonhöhe hinbekomme. Und danach geht es dann erst an die Zusatzdämpfer. Hoffe ich mal, dass mir keine Seite reißt. Das kann dann passieren, wenn man nicht regelmäßig stimmt und die Tonhöhe so drastisch ändern muss. Die Saiten zudem noch so alt sind, aber hoffen wir mal das Beste. Am besten ist es dabei im Bassbereich, wo die Saiten einen kleinen Knick haben, die Saite zunächst mal zu entspannen und dann erst hochzuziehen. Sonst ist die Gefahr noch größer, dass Saiten reißen. So, einmal durchgestimmt, jetzt klingt es schon besser. Dann können wir jetzt die Oberdämpfer wieder montieren. Mal schauen. Na. Das ist ein bisschen Fummelei.
ganzen Drähte hier stören mich. So, dann können wir das wieder festschrauben. Und dann müssen wir die Dämpfer schön auf die Seiten richten. Und auch da das Abheben der Dämpfer regulieren. Schauen. Das spinnt hier nicht. Die hier nicht, die sind zu nah. Ja, jetzt geht's. So, es ist wichtig, dass ich die Dämpfer alle schön auf die Seiten richte, dass die auch hier schön anliegen. Das sieht schon mal auf den ersten Blick ganz ordentlich aus. Jetzt setzen wir die Stängchen hier ein. Hier an dieser Position wird dann später bestimmt, wann der Oberdämpfer abhebt. Man kann dieses Stängchen rauf und runter drehen, sodass diese Position, diese Luft, die hier vorhanden ist, sich verändert. So, die Stängchen sind alle drin. Wie gesagt, man kann also hier oben diese Arretierungsschraube lösen und die Stängchen dann rauf oder runter drehen und dann hier den Punkt bestimmen, wann der Oberdämpfer abhebt. Und im Ganzen sollte er natürlich hier abheben beim Betätigen, der Abhebestange. Das geschieht noch nicht ausreichend. Das muss höher gehen. Dann müssen wir das hier noch ein bisschen ändern. So, dann richten wir jetzt erstmal die ganzen Dämpfer hier schön auf die Seiten.
Hier liegen sie schön auf. Das gefällt mir nicht. Der muss etwas rüber. So. Ja, Telefon. Aber das war's im Prinzip. Ich melde mich dann später wieder. Ja, da bin ich wieder. Das mit den Oberdämpfern, das ist gar nicht so einfach zu regulieren. Man sieht hier sehr schön, dass die unterschiedlich hoch sitzen. Wir haben hier eine Kuhle in der Mitte. Das kann man natürlich ändern, indem man die Drähte vorne an den Dämpfern entsprechend biegt, nach oben oder unten, aber auch weiterhin darauf achtet, dass die Dämpfer schön auf den Seiten aufliegen. Ich mache mir jetzt hier rechts und links Proben und dann kann ich das versuchen, an der Werkbank so gut wie möglich schon mal voreinzustellen. Das ist also wirklich eine sehr schwierige, zeitraubende Arbeit. Und trotzdem finde ich hier bei dem Klavier ist es eine schöne Sache, weil diese Zusatzdämpfer doch erheblich dazu beitragen, dass der Bass bei Staccato-Anschlag nicht so lange nachklingt. Also das Regulieren dieser Stängchen ist wirklich problematisch, man kommt da kaum dran. Beim Neubau wird es einfacher sein, aber hier habe ich echt große Schwierigkeiten. Das ist eine Geduldsprobe ohne Ende. Wenn man die Drähte nach vorne oder hinten biegt, da hinten an den Dämpfern, dann passiert es dann auch schnell, dass sie nicht mehr auf den Seiten liegen, da muss man da wieder nachkröpfen. Also wirklich eine undankbare Aufgabe, aber langsam kriege ich hier die Sache in den Griff. Muss ja so eingestellt sein, dass die Dämpfer weit genug rausheben. Und später beim individuellen Einstellen des Abhebens kann man das hier an diesen Stängchen machen, indem man die nach oben oder unten dreht. Das ist dann wesentlich einfacher. Langsam kommt's. Das wird zu viel. Thank you.
Jetzt haben wir es, ich will das später nochmal nachkontrollieren. Jetzt haben wir ein gleichmäßiges Abheben, das muss ich nachher nochmal nacharbeiten, wenn die Dämpferfilze sich eingedrückt haben, aber so sieht es schon sehr gut aus. Kommen wir zum Regulieren des Halbgangs bei den Oberdämpfern. Das ist dann wieder sehr einfach einzustellen. Wenn die Taste sich nach unten bewegt, greift sie irgendwann hier an diesen Püppchen an. Und das kommt jetzt zum Beispiel hier bei dem ersten Ton mit Oberdämpfer zu spät. Also kann man das Ständchen hier etwas nach unten drehen. Und somit kommt das Püppchen weiter runter und der Berührungspunkt ist früher. So, die Ständchen noch ein bisschen ausrichten und dann wären wir fertig. Jetzt müsste ich das Klavier noch mehrmals stimmen. Und dann können wir es zusammenbauen. Thank you.
so langsam bekomme ich die Stimmung in den Griff. 407 Hertz fürs Kammerton A war natürlich extrem niedrig. Aber wenn ich es jetzt noch ein-, zweimal gestimmt habe, dann wird die Stimmung auch halten. Dann werde ich nochmal fein intonieren und dann können wir das Klavier zusammensetzen. Das Instrument wird später neu lackiert. Dazu muss natürlich die Mechanik wieder ausgebaut werden. Und deswegen habe ich später beim Kunden natürlich nochmal die Aufgabe, alles fein nachzuregulieren und natürlich nochmal nachzustimmen. Ja, vielleicht hat man gemerkt im Laufe der Zeit, wo diese Videoreihe entstanden ist, dass sich die Lichtverhältnisse geändert haben. Ich habe jetzt hier in dem Raum kein Licht mehr, die Sicherung springt andauernd raus. Jetzt habe ich mir von nebenan eine Lampe hier legen lassen. Das ist also alles nur provisorisch in diesen Räumlichkeiten, solange bis meine alte Werkstatt wieder restauriert ist. Jetzt baue ich das Klavier mal zusammen. Schlossleiste rein, Zierleiste rein und dann schauen wir uns das noch mal zusammen an und dann warte ich auf den Kunden, der das selber abholen möchte und zum Lackieren wegbringt. An den Schrauben immer schön viel Wachs dran, damit wir die auch später noch mal entfernen kann, auch nach 100 Jahren. Hier wird es natürlich vorher geschehen, wenn der Lackierer die einzelnen Bauteile wieder abbaut. Aber grundsätzlich ist das sehr wichtig. So. Siehst du jetzt schon sehr schön, dass die Tasten optimal liegen. Man kann hier nicht durchschauen. Die Tastenhöhe ist also optimal. Beim Anschrauben der Schlossleiste immer aufpassen, dass man nicht darüber schaut und abrutscht und sich ins Auge sticht. Das ist Leuten schon passiert, deswegen warne ich da immer vor. So, ja, ich setze das Klavier jetzt weiter zusammen. Das brauche ich nicht zu zeigen. Und dann schauen wir gleich noch. Hier haben wir die Zierleiste. Ich habe den alten Zierleistenfilz, der war nicht mehr schön, natürlich entfernt. Den werde ich jetzt nicht erneuern. Ich werde dem Kunden diesen Filz dazulegen, denn es hat keinen Sinn, weil nachher ja alles lackiert wird. Dann müsste der Filz sowieso wieder entfernt werden. Jetzt schauen wir mal hier. Die Schrauben, die richtige Höhe haben, die Stützschrauben hier in der Mitte, können noch ein bisschen runter. Das war zu viel. So. Hier ein bisschen Luft ist, es kommt ja später noch der Zierleistenfilz runter. Irgendwas stimmt hier nicht.
So. Dann schrauben wir das auch fest. Ja, schön wäre, wenn ich das Endresultat später in dem Video hier zeigen könnte. Aber leider wohnt der Kunde zu weit entfernt, als dass ich da nochmal eine Aufnahme später machen könnte. So, den Filz werde ich ihm dann später dazulegen. Und jetzt können wir die anderen Sachen hier alle einsetzen. Hier die Klappe, die klemmt ein wenig. Da muss der Lackierer dann vorher, bevor hier noch neuer Lack hier drauf kommt, dann wird es ja noch enger. Vorher hier was wegnehmen an Material. Das schabt sonst zu stark. So. Dann noch der schwere Oberrahmen. Unterrahmen, der steht hier. Ich finde das immer besser, wenn man den Unterrahmen ohne Probleme rauskippen kann. Bei manchen Klavieren geht das nicht. Da muss man erst hier an den Konsolen vorbei. Und dann ist immer die Gefahr, dass man den Lack beschädigt. Das ist also konstruktionsmäßig nicht so schön, dass man da bei der Konstruktion nicht dran denkt. So, der wackelt auch nicht. Jetzt können wir für die Optik mal kurz die Kerzenleuchter einsetzen. Damit man ein Gefühl bekommt, wie es dann später aussehen wird. So, sehr schön. Durchstimmen und intonieren, und dann kann es jetzt zum Lackieren weg.